Ich war erst 8 Jahre alt, als meine Mutter, Freda Thorne, mich am 7. Juli 1960 zum letzten Mal lebendig sah. Hallo, ich bin Graeme Thorne und das ist meine Geschichte. Wir lebten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss in der Edward Street in Bondi, Australien. Dort wohnten wir zusammen mit meinem Vater, Basil, und meiner 3-jährigen Schwester Belinda. Leider sollte dies das letzte Mal sein, dass meine Mutter mich lebendig sah. Nur Augenblicke, nachdem ich unser Zuhause verlassen hatte, wurde ich das erste Opfer einer Entführung mit Lösegeldforderung in der Geschichte Australiens. An jenem Morgen ging ich den kurzen Weg zu den Straßen Wellington und O'Brien, um dort auf Phyllis Smith zu warten, eine Freundin der Familie, die mich regelmäßig an diesem Ort abholte und gemeinsam mit ihren eigenen beiden Söhnen zur Schule brachte. Als sie an der vereinbarten Stelle ankam, war ich nicht da.